Netflix wird Avatar für immer verändern und hier ist der Grund. Nachdem der Trailer zur kommenden Live-Action-Adaption vom Glatzkopf vor gut einem Monat erschienen ist, fingen immer mehr Leute an, diesen zu analysieren, genau wie Flo und ich. Link zum Podcast ist in der Infobox. Und anscheinend wird Netflix eine gewaltige Änderung vornehmen, die wir alle sogar schon im Teaser-Trailer sahen, uns allerdings nicht wirklich aufgefallen ist. Bevor ich jetzt aber mit den Leaks und Spoilern weitermache, würde ich mich extrem über ein Abo und Like freuen, wenn du vor allem jetzt, wo alles Mögliche angekündigt wurde, nichts mehr von Avatar verpassen willst und dir das Video natürlich gefällt. Für dich ein Klick, für mich eine riesen Unterstützung. Aber legen wir los. Wir machen kurz eine Zeitreise ins Jahr 2020 und mit der Ankündigung des Castes weiter. Genauer gesagt mit der Frage, warum uns für sowohl Avatar Kiyoshi als auch Avatar Korok jemand vorgestellt wurde, die im ersten Buch ja nicht mal wirkliche Auftritte hatten. Klar, für die Hardcore-Fans hier die Statue in der vierten Episode des ersten Buches. Aber normalerweise hatte sie ihren ersten großen Auftritt ja erst in der zweiten Staffel, was die Frage von gerade nochmal aufwirft. Zur Erinnerung, Yvonne Chapman soll Avatar Kiyoshi verkörpern. Den Charakter, dem mittlerweile sogar schon zwei Romane gewidmet wurden und deren Lebensgeschichte von ganzen 230 Jahren, dem Plot des Sequels von Die Legende von Korra, mit Leichtigkeit in den Boden stampfen würde. Hallo, ich bin Korra. Du bist also der Avatar oder sowas. Na, wenn schon. Ja, Yvonne Chapman, die ein großer Avatar-Fan ist, meinte sogar, dass sie extrem gespannt sei, das fertige Produkt zu sehen, da auch sie im Dunkeln tappen würde. Wobei das hier am spannendsten ist. Kiyoshi wird für Aang eine Quelle strenger Liebe sein. Sie hat manchmal eine andere Perspektive als die anderen Avatare. Sie ist eine sehr kämpferische Person und wird Aang dabei helfen können, zu entscheiden, was in einer bestimmten Situation zu tun ist. Kiyoshi wird in der Lage sein, Aang den Rat zu geben, den er hören muss, und zwar genau dann, wenn er ihn hören muss. Was auf jeden Fall schon viel mehr ist, als nur eine Statue zu sein, oder? Wenn ich euch also sag, dass wir bereits einen Einblick in diese krasse Änderung in Bezug zur Serie bekommen haben und an Avatar Kiyoshi denken, blende ich euch mal ganz kurz diese 1,35-sekündige Szene aus dem Trailer ein, wo wir eine Person aus dem Himmel geschossen zu sehen bekommen, die mit einem Windstoß alle Soldaten ausnockt. Klar, natürlich Aang, habe ich in bisher 3 Videos behauptet und auch würde es Sinn machen. Ich meine, was wir zumindest zu 100% sagen können ist, dass dieses Wesen was Grünes anhat mit ein paar goldenen Elementen und natürlich auf Aang im Cosplay zurückzuführen ist, wie es halt damals in der zweiten Staffel war. Hallo alle miteinander, hier ist euer Avatar Kiyoshi. Dachte ich auch, aber das stimmt nicht und hier ist warum. Das hier ist Commander Zhao, wo wir uns zumindest alle einig sein dürften, der ja von Ken Leung, Leung oder so verkörpert wird und 1,70 Meter groß ist. Von Gordon Cormier, also Aang wiederum, habe ich leider nichts gefunden, außer dass er 14 Jahre alt ist und da M. Ed Orr in ihrem vorigen Beitrag meinte, dass ihr 14-jähriger Sohn 1,50 Meter groß ist, nehmen wir das jetzt einfach mal als Richtwert, schauen uns dieses Bild an und nach langem Recherchieren bin ich zu der Erkenntnis gekommen, dass von keinem der 4 hier ein Maß ihrer Körpergröße im Internet steht und ich jetzt einfach mal denke, dass er 1,30 Meter bis 1,40 Meter groß sein könnte? Ich meine, schaut euch mal den Vergleich hier an. Auf jeden Fall wirkt dieses Wesen jetzt nicht gerade kleiner als Zhao. Und wisst ihr warum? Weil es sich hier um Yvonne Chapman, aka Kiyoshi, handelt, die nur 3 cm größer ist als er. Aber warum ist das jetzt so wichtig und warum mache ich deswegen so ein Fass auf, beziehungsweise warum meinte ich, dass Netflix Avatar für immer verändern wird? Clickbait ist es auf jeden Fall nicht, denn es wird sogar noch viel mehr abgeändert, was die Story angeht. Ich jedoch für eine richtig gute Entscheidung halt und echt gespannt bin, was ihr dazu sagt. Leute, gleich kommen potenzielle Spoiler, die euch eventuell den Genuss der Serie nehmen könnten, die ab dem 22. Februar 2024 ausgestrahlt wird. Deswegen hier die letzte Warnung. 3, 2, 1. Okay, lasst uns mal Avatar Korok anschauen, von dem ebenfalls ein Cast vorgestellt wurde, obwohl der Dude ja sogar erst im dritten Buch das erste Mal auftauchte.
Es ergibt einfach keinen Sinn, ihn jetzt schon in die Serie mit einzubinden, außer man glaubt dem Tweet hier und den Gerüchten, die jetzt schon länger in der Avatar-Community rumhausen, dass Kurok eine weitaus wichtigere Rolle spielen wird. Der Leak bezieht sich nämlich auf die Handlungen der Kiyoshi-Romane von FCE und dass diese berücksichtigt werden, beziehungsweise sogar Segmente davon die originale Storyline von Avatar ersetzen werden. Was ist? Genauer gesagt, die Ermordung des Mondgeistes von Zhao und Avatar Kuroks Vergangenheit, der ja, wie es im Roman halt steht, extrem viele Kämpfe gegen dunkle Geister hatte und deswegen auch schon so früh starb. Sie gehen sogar noch weiter und verraten uns, wie oder mit was Kurok die Geister vernichten konnte, und genau davon wird Zhao in Wan Chitongs Bibliothek ebenfalls erfahren. Heißt, Zhao wird den Mondgeist nicht mit Feuer töten, wie im Original, sondern mit Hilfe einer Technik, einer Waffe oder sonst was, mit der er während seiner Epoche diese vielen Geister killte. Hier habt ihr by the way mal mein Timeline-Video, wenn ihr wissen wollt, was jeder einzelne Avatar so getrieben hat und so weiter. Also auch Kuroks Kämpfe gegen Geister, Kiyoshis Kämpfe gegen Geister, Yang Chens Kämpfe gegen Geister und was weiß ich. Um was genau es sich dabei handelt, kann ich euch leider nicht sagen und bisher wurde auch nur spekuliert. Aber ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare hauen, was ihr darüber denkt und was diese Mordmethode sein könnte. Ah, und falls ihr euch immer noch fragt, was ich euch jetzt alles mit diesen random Sachen sagen will, naja, zum einen wissen wir, dass Kiyoshi eine weitaus größere Rolle haben wird als im Cartoon und auch Kurok wird viel mehr Screentime gewidmet. Auf die besten Spekulationen zu den Leaks und Spoilern runtergebrochen, heißt das, Aang wird in der zweiten Episode der Live-Action Kiyoshis Statue anschauen. Ja, genau die, und daraufhin Gänsehaut bekommen sowie eine Verbindung zu ihr spüren. Aus irgendeinem Grund wird daraufhin auch nicht Zuko die Kiyoshi-Inseln angreifen, sondern Admiral Zhao. Vielleicht hatte er Zuko verfolgt, gefangen genommen oder sonst was. Auf jeden Fall wird Aang Hilfe brauchen, Zhao und seine Männer zu besiegen und da aus Budgetgründen in dieser Version kein Unagi-Monster auftauchen wird, was irgendwie eh absolut random in der Serie war, übernimmt Avatar Kiyoshis Geist Aangs Körper, um ihr ehemaliges Dorf vor den Angreifern zu befreien. Ich meine, Roku tat das im Cartoon auch und ich bin mir zu 100% sicher, dass Netflix hier das gleiche machen wird. Und wurde im Cast zu ihm vorgestellt und an sich würde auch nichts dagegen sprechen. Uns wurde im Trailer ja sogar die Sichelinsel gezeigt. Ich kann dir helfen, dich ihr zu stellen, aber nur, wenn du bereit bist. Das bin ich! Ja, im Finale dann angekommen, wird Kurok genau wie Roku und Kiyoshi Aang helfen, die Schlacht um den nördlichen Wasserstamm zu gewinnen, indem er die Kontrolle über seinen Körper übernimmt. Keine Ahnung, wie das alles dann letztendlich aussehen wird und ob Godzilla endlich sein großes Comeback feiern kann. Aber es ergibt halt auch einfach viel zu viel Sinn, mit Kurok das gleiche zu machen wie mit Kiyoshi. Vor allem, wenn man bedenkt, dass Zhao seine Technik nutzen wird, um den Mondgeist zu töten. Sie werden mich Zhao den Eroberer nennen. Und Zhao den Mondvernichter. Und Zhao den Unbesiegbaren. Lass mich los! Wie gesagt, finde ich die Änderungen an sich richtig gut, den Avataren mehr Screentime zu geben und vor allem zu zeigen, zu was ein vollwertiger Avatar so imstande ist. Das gibt dem Ganzen irgendwie ein viel höheres Powerlevel, wenn ihr versteht, was ich meine. 15 Millionen US-Dollar pro Episode sind extrem viel, aber alles hat seine Grenzen. Wenn man überlegt, die gesamte Handlung der ersten Staffel auf 8 Episoden zu stopfen und dazu noch Monster wie das hier oder das mit reinzuhauen, denke ich, würden diese eigentlich heftigen, jedoch irgendwie guten und recht interessanten Leaks einfach nur Sinn machen. Oder was sagt ihr dazu?